Leute, und jetzt willkommen zu einer neuen Folge LavaCraft. Heute ein bisschen ohne Thema, weil ich, denke ich, genug später noch zum Content erzählen habe. Also ich habe es erstmal hier offscreen so gebaut. Da bin ich auch nicht ganz so zufrieden und solange mir nichts Besseres einfällt, lasse ich es erstmal so. Und dann habe ich hier angefangen, den Flur auszuheben, der halt später bis sehr weit hinten reichen soll. So, und ich möchte am liebsten auch gleich schon die Wände machen. Deswegen werde ich jetzt auch farmen gehen mit euch zusammen. Und zwar werden wir Clay farmen gehen. Weil Clay halt wichtig ist. Weil ich persönlich sehr gerne mit Clay als Wand baue, weil das irgendwie was Besonderes ist. Ich arbeite auch sehr gerne mit Lowstone, aber ich habe jetzt noch keine Lust, mich jetzt schon aufs Diamantenfarmen zu konzentrieren. Deswegen, beziehungsweise aufs Lava finden und so. Jetzt habe ich zu viel Eisen verbraucht, jetzt kann ich mir noch nicht mal mehr einen Eimer mitnehmen. Die Kartoffeln sind fertig gebacken, das finde ich auch gut. Heute möchte ich gerne anfangen, dass ich den Flur fertig habe. Und vielleicht schon den Farming-Raum, also den Raum, wo ich dann meinen Gang reinbaue zum Farmen. Fertig. Nice. Höhle ziemlich nah da, wo ich lebe. Also wenn ich sterben sollte, bin ich auf jeden Fall zurück. Okay. Ich brauche hier einmal Kohle, die ich mich jetzt hier oben hinstellen kann, mir eine Fackel machen kann. Aber ohne Fackeln gehe ich nicht in eine Höhle. So. Jetzt möchte ich erstmal das hier haben. Okay, da kann man nicht so gut fahren. Jetzt kann es mich jetzt groß damit aufzuhalten. Deswegen gehe ich jetzt einfach weiter und leuchte erstmal aus. Hier baue ich einmal zu. Kommt mir da nichts mehr durch. Okay, das ist der erste Höhlengang. Das ist auf jeden Fall nice, hier so eine Höhle zu finden. Das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal kurz Kohle farmen, weil ich habe noch keine Kohle und ohne Kohle ist immer... Ja, nach einer Zeit hat man immer zu viel Kohle und am Anfang hat man immer keine Kohle und denkt sich, ich brauche Kohle. Und später denkt man sich immer, wo soll ich mit der Kohle hin? Das ist immer nicht so toll. Aber irgendwie letztendlich ist es immer besser, von einer Ressource zu viel zu haben als zu wenig. Jetzt kann man sagen, aber dann hat man ja gar nichts mehr zu tun, wenn man von einer Ressource zu viel hat. Nein, hat man trotzdem, weil man immer andere Ressourcen braucht und immer. Und schließlich hat man eine ganz schön große Welt vor sich. Da kann man auch ganz schön viel letztendlich dann noch bauen und so. Ich habe so viele coole Pläne, aber wahrscheinlich werde ich sie alle nicht umsetzen können. Oh Mann. So, ich mach mal eben. Ich glaube, das mit dem Clay Farm muss ich doch anscheinend doch verschieben. Ich glaube, jetzt kümmere ich mich heute erst mal um die Höhle. Weil ich das ein bisschen cooler finde und ich da auch gerade mehr Bock drauf habe. Machen wir jetzt hier so eine kleine Station hin. Damit ich hier jetzt mein Eisendraht kann, damit ich mir eine neue Pickaxe machen kann. Und währenddessen werde ich mir auch neue Fackeln machen. Davon brauche ich nämlich auch noch welche. Mal ein halbes Stack. Und jetzt kann ich mir auch schon eine neue Pickaxe machen. Juhu, Pickaxe. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr vorhabt, ohne eine Pickaxe in eine Höhle zu gehen, dann seid ihr dumm, weil das bringt dann gar nichts. Das heißt, ihr wollt nur Level farmen. Aber bis dann bringt es nicht, weil man kann ja auch mit Kohle Level farmen. Oh, ich raume mich schon auf ein Enchanting Table. Dann werde ich will unbedingt für
eine Spitzhacke mit Lack und so drauf, weil das sehr, oder Efficiency und so, Efficiency ist eigentlich gar nicht mehr so geil. Aber irgendwie mag ich es trotzdem, weil es schneller geht. Und Shattered Fire Aspect ist nice, weil du dann dein Fleisch nicht mehr braten musst. Da hinten ist noch Eisen. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall relativ viel Eisen, würde ich mal so sagen, wenn ich hier mit der Höhle fertig bin. Das kann ich ja eigentlich. Ah, jetzt höre ich Zombies. Oh, das war schon. Ich dachte, jetzt kommt da noch so ein Gang, weil ich dachte, es kommen noch mehr Zombies aus, war nur einer. Das ist nice. Okay. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen nach. Ich dachte jetzt, die Höhle wäre größer. Aber dann kann ich ja halt doch noch nach Clay Farm gehen. Das ist natürlich da wiederum ganz nice. Und ich kann mir zwei Eimer. Drei Eimer machen, nicht mehr sogar machen. Die Gelegenheit werde ich auch wohl nutzen. Weil ich dann auch schon direkt Lava mitnehmen könnte und mir dann gegebenenfalls auch schon eine Dia-Spitzhacke machen könnte und mir dann dementsprechend wiederum Obsidian farmen gehen kann und mir dann einen Nether-Raum machen könnte. Und so ist ja auf jeden Fall nice eigentlich. So. Ich muss nur noch Lava irgendwo finden. Oh, neue Höhle. Neue Höhle, neues Glück, würde ich mal so sagen. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt gerade? Ja, geht noch. Ah, das kann ja von anders abfarmen. Okay, ist eine reine Kohlehöhle. Aber gut zu wissen, wenn man mal Kohle braucht, dann versuche ich mir das mal zu merken. Frage jetzt, ob ich mir das merken kann. Nicht intelligent bist hier und merken, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was man wo reingießen muss für Obsidian. Ich nehme nämlich hier mal ein bisschen Wasser mit. Falls ich Wasser in Lava reingießen muss. Dann gehe ich jetzt mal da vorne zum Fluss und farm erstmal ein bisschen Clay. Hoffe, dass ich überhaupt Clay finde, weil Clay wäre schon nice. Was macht ihr? So. Bitte Clay. Bitte, bitte, bitte Clay. Bitte Clay. Sieht nicht nach Clay aus. Ich glaube, für Clay muss man schon richtig in so ein Sumpfbiom, damit man das richtig findet. Ja, das finde ich nicht gut. Aber ich kann schon mal Sand mitnehmen. Für meine Fenster. Weil ohne Fenster geht einfach nichts. So, erstmal schön den Fluss in Unruhe versetzen. Ich könnte natürlich anfangen, den hier wieder hübsch zu machen. Ja, komm, machen wir mal. Ich gleich auch. So. Dann Gleichgewicht gebracht. Da hinten ist schon mein Haus. Beziehungsweise mein Eingang. Und dann werde ich euch erstmal schlafen. Und dann morgen am Flur weiterarbeiten, den nach hinten weg aushöhlen und einfach
hoffen, dass ich dann demnächst Clay finde und das damit Clay auslegen kann. Beziehungsweise ich glaube, ich suche mir zwei Materialien. Also einmal Clay, weil ich hinten ganz gerne einen Enderman-Kopf bauen würde mit schwarzen Clay und lila bzw. pinken Clay. Aber hier für die Wände brauche ich halt auch noch irgendwas. Die Frage ist nur, was ich da am besten eignen würde. Wenn ihr den habt, was ich da an die Wand machen könnte, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre auf jeden Fall ganz nice, weil ich irgendwie gerade noch gar keine Idee habe. Holz ist in der Höhle eher so, naja, na, ist nicht so geil. Und, weiß nicht. Aber sogar ein stinknormaler Bruchstein, das ist halt auch nicht so geil. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, ob ich bis nächste Folge irgendwie es hinkriege, zu gucken, wie man so einen Aufzug macht. Dann würde ich hier direkt einen nach oben bauen. Ich könnte ja eigentlich schon mal hier den Farming-Raum auch schon mal aushöhlen, damit ich hier farmen kann. Ja. 4 hoch, wie immer. Ich baue gerne hoch. Weiß nicht warum, ich mag das lieber. So, Fackel. Jetzt da habe ich 2 noch eingebaut, dann hier auch noch 2. In die Höhe von 4. Dann habe ich nämlich schon fast den Raum fertig. Das soll nämlich gar nicht mal so ein großer Raum sein, weil es halt einfach ein Farming-Raum ist. Und mein Inventar ist wieder voll. Das könnte ich auch mal ausleeren. Gehen da besser eine Fackel, bevor mir noch Monster drin spawnen. Da habe ich nicht so Bock drauf. Oh, was habe ich denn hier? So, das kann ich erstmal aufeinander tun. Das Holzschwert brauche ich wohl kaum noch. Auch nichts. Auch nicht. Ja, kommt nicht nur das Tech-Erde mit. Die brauche ich gerade auch nicht. Die Wolle auch nicht. Den Sand gerade auch nicht. Und so eine Druckplatte brauche ich auch nicht. Habe ich Druckplatte? Ja, vom Tempel. Ich hasse so Höhlen ausfüllen. Oh Gott, das war jetzt wieder total. Das hört sich jetzt doof an. Aber es ist halt einfach so langweilig. Man stellt die ganze Zeit vor. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. Und noch ein Stein. Hier weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, hier möchte ich gerne mit Glowstone eigentlich arbeiten. Aber dafür brauche ich erstmal ein Netherportal. Ich könnte ja eigentlich die nächste Folge mal mit dem Aufzug beschäftigen und dann darauf die Folge mit Lava. Ne, jetzt noch mit Lava. Komm, ich gehe jetzt noch Lava suchen. Ich brauche Lava. Gehen wir mal hoch und gucken, ob ich da was finde. Oh, bitte, bitte, bitte. Und deswegen will ich einen scheiß Aufzug in meinem Haus haben. Weil es sonst zu schrecklich ist. Ich glaube, ich mache den Aufzug aber offscreen, weil ich sowas halt nicht kann und deswegen es verdammt lange dauern wird. Aber ich zeige euch das dann in der nächsten Folge. Ich werde mich da gleich mal dran setzen nach der Aufnahme. Und gucken, ob ich da was Vernünftiges hinbekomme. Wäre auf jeden Fall ganz cool, finde ich. Hier ist überall Wasser, aber kein Stück Lava, ey. Das ist irgendwie immer so. Entweder hast du Wasser oder du hast Lava. Was anderes hast du nie. Das sind Kürbisse. So, man muss das jetzt ja so ein bisschen ausleuchten, alles, wenn man hier im Berg wohnen will, muss man sich den Berg ja auch sicher machen. Vielleicht hat er ja sogar Glück. Und hier ist Lava drin. Aber natürlich nicht. Hier war keine einzigste Ressource drin.
Ah, da habe ich jetzt eine. Okay, Kohle. Toll. Kohle. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert, ey. Kohle. Geil. So. Ich gehe jetzt auch dann zu den Kürbissen und hol mir die. Ich kenne mich doch, sonst vergesse ich das wieder. Denke ich mir, da waren nicht irgendwo Kürbisse? Dann fällt mir das 3 Jahre später wieder ein. Ach, da waren ja welche. Und dann finde ich den Weg wieder nicht. Ich kenne mich doch. Es hätte sich viel, ach komm, ey, den Weg findest du ja wohl wieder. Nein, wirklich nicht. Traurigerweise wirklich nicht. Aber ob jetzt Kürbisse? Kürbis. Kürbisse. Ist das das Wildschadorf, in dem ich schon war? Das Neues. Ich glaube, da war ich schon. Ja. Egal. Ich gucke da, ob jetzt da in der Nähe irgendwie Lava ist. Da kann ich nämlich auch schlafen. So. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist der Märchenwald, den finde ich auch geil. Da möchte ich auch mal gerne was drin bauen. So was Baumhausmäßiges finde ich jetzt sowas cool. Und die Bäume da so dick sind. Und dann kann man. Lava! Nice. So. So, jetzt müssen wir natürlich nur schauen, worein ich das. Ob ich das jetzt in. Ich google das mal eben kurz. Ich habe keine Lust, da irgendwas Falsches zu machen. Und dann später zu stehen und mir zu denken, ja, genau, ne? So, Obsidian, Minecraft. Okay, warte. Ja, das weiß ich. Obsidian kann nicht durch den Tisch, bla bla. Es will fließendes Wasser und stehen in Lava aufeinander trifft. Okay, also muss ich Wasser in Lava gießen. Okay, das dürfte ich sogar hinbekommen. So, back to game. Dann kommt das da wieder rein. Und ich muss jetzt Wasser suchen gehen. Aber das sollte sich nicht gerade schwierig gestalten, wie man vielleicht schon bemerkt hat. Das Ding ist, ich muss jetzt erst. Ich hole die von zu Hause, weil ich jetzt erst eh nach Hause muss, mir eine Spitzhacke machen. Und danach gehe ich los und hole Obsidian. Und dann geben wir noch diese Folge noch ins Nether. Es ist mir egal, ob die Folge dann 20 oder was weiß ich, wie viele Minuten dauert. Wir gehen jetzt diese Folge noch ins Nether und holen uns Glowstone. Ich liebe Glowstone. Und Quarz holen wir uns auch, weil Quarz ist halt auch geil. So. Wasser haben wir schon mal. Jetzt haben wir nur noch unsere Diaspitzhacke. Und dann können wir uns Obsidian farmen gehen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich hasse es, im Nether zu sein, aber ich liebe die Sachen, die man im Nether findet. Also echt. Auch was so Zäune angeht. Ich finde die viel hübscher, weil die so. Die sind nicht so holzig halt. Wer hätte es erwartet? Aber die sind halt schön. Deswegen mag ich es lieber, mit Nether-Materialien zu arbeiten. Jetzt darf ich nur erstmal den Eingang zu meinem Haus finden. Wenn ich das geschafft habe, dann kann es wirklich losgehen. Wow. Hey, lol, wo ist mein Eingang? Hab ich den nicht nach innen gebaut irgendwo? Scheiße. Sowas meine ich. Ich bin total orientierungslos.
Vielleicht wird es doch nichts mit dem Nether dieser Folge, weil ich zu dumm bin. Aber ich glaube, mit dem Elevator, das kann ich dann noch nicht machen. Weil ich glaube, ich brauche dafür, glaube ich, Slimeblöcke und sowas besitze ich noch nicht. Hey. Okay, das ist hier auf jeden Fall irgendwo gewesen. Hier ist meine Workbench. Müsste das eigentlich hier vorne irgendwo gewesen sein? Oder auch nicht. Auch gut. Ich weiß ja nicht mal mehr, mit welcher Aussicht ich irgendwie gebaut habe. Ist auch nicht. So, hier in der Nähe könnte es sein. Total orientierungslos. Das ist so schrecklich. Warum bin ich so dumm? So dumm, so dumm. Es muss an diesem Berg gewesen sein. Ah! Gefunden! Hanen gefunden! Nice! Ich bin gut! Ich bin so gut! G-U-H-T! Wollte jetzt machen? Ach genau, die Spitzhacke, damit ich auf sie hier farmen gehen kann. Ich glaube, mein Farming-Raum wird doch jetzt. Egal, davon habe ich Kies. Mein Farming-Raum wird auch zum Nether-Raum. Wo ich glaube, dass ich das Nether-Portal hier lieber irgendwo in den Berg später gleich reinbauen werde. Ich glaube, da hinten hin werde ich es gleich bauen. Was wollt ihr jetzt machen? Toll, jetzt halt einfach habe ich mich selbst vor das Konzept gebracht. So. Nein, drei. Das Problem ist. Beziehungsweise nicht das Problem, aber ich hasse es, an Obsidian fahren. Einen Block abzubauen dauert 9,6 Sekunden. Ein einziger Block. Das ist. Ich finde das mal das Neue schrecklich. So. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin muss, wenn ich wiederkomme. Wahrscheinlich habe ich es dahin eh wieder vergessen und suche wieder stundenlang rum. Aber egal. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Die geht bestimmt schon 20 Minuten oder so. Geschätzt jetzt. Ist da vorne? Ich bin da lang gegangen, weil da die Kippes waren. Von da aus finde ich das dann wohl auch hier auf jeden Fall. Ist jetzt egal, wie lange die Folge geht, ich will das jetzt noch fertig kriegen, die Folge. Also, beziehungsweise nicht die Folge, also die Folge will ich auch fertig kriegen, weil ich hier gleich hochladen kann. Aber dann will ich einfach die Obsidian-Blöcke holen. Eigentlich hier vorne auf die Wiese gelaufen sein. Das war, ja, da vorne ist es. Und dann kann ich gleich ins Nether gehen. Ja, ins Nether gehen wir nächste Folge. Ich baue es heute noch auf und dann nächste Folge, am Anfang der Folge, geht's ab ins Nether. Und sonst nice Nether-Sachen und bauen ganz viel damit. Oh, ich freue mich schon. Ja, Glowstone. Ich liebe Glowstone wirklich total. Das ist das. Eines für mich persönlich eines der tollsten Materialien, weil es einfach so cool ist, es sieht so cool aus, und es leuchtet, man kann es gut verbauen in der Wand und als es war in der Wand und es ist toll. Da hinten ist auch die Lava. Okay, kann man schon mal direkt jetzt hier probieren. Nice. Perfekt. So. Das haben wir wieder eingesammelt. Das haben wir wieder eingesammelt. So, den hier würde ich eigentlich auch ganz gerne. So.
Jetzt müsste ich eigentlich wieder einmal wegpacken erstmal. Und jetzt abhauen. Und warten. Und noch mal warten. Ich kann mir das schon überlegen. 4 und 3. Das sind 7, 14 brauche ich für meins. Obwohl, nee, 12 reichen auch. Ja gut, das sind dann nämlich 12 Farben, sondern 120 Sekunden, das sind 2 Minuten, die ich jetzt hier stehen darf und ja, fahren darf. Danke dafür. Aber wer hat jetzt ausgedacht, dass es so lange braucht? Also erstmal, so, bevor mir das hier gleich alles zerläuft, kann man es besser einmal zubauen. Ich will jetzt hier nicht 2 Minuten stehen und farmen. Das ist immer so nervig. Ich würde irgendwie niemals auf die Idee kommen, mit Obsidian zu bauen. Einfach weil es mir zu lange dauern würde. Das hasse ich, wenn man auf einmal aus Versehen aufhört, auf die Maus zu drücken und dann und es dann abbricht. Und es dann einfach abbricht. Wie viel brauche ich denn? Da habe ich nicht gekauft. Kann das nicht auch? Ja, man kann auch 3 hochbauen, aber ich will 4 hochbauen, weil das geiler aussieht. Ich sehe, brauche ich 12. Ich bin ein bisschen müde. Wie gestern wieder länger aufgeblieben, um Dschungelcamp zu gucken. Ja, ich schaue das und ja, ich weiß, dass es asozial ist, aber irgendwie, weiß nicht, schaue ich es trotzdem. Und ich fand es tatsächlich sehr schade, als Jenny Elvers gestern rausgeflogen ist, weil ich persönlich mochte die. Für mich war es ja auch eine, der ich das gönnt hätte, Dschungelkönigin zu werden. Aber sie hat sich ja gefreut und da ist es okay. Ich hätte mir gewünscht, dass Helena Fürst rausgeflogen wäre, weil ich mag die überhaupt nicht. Und Thorsten Legert hätte für mich auch rausfliegen können. Der bringt zwar viele Sterne und so, aber der macht mir Angst. Thorsten Legert macht mir sehr viel Angst mit seinem Blick. Ich finde, er guckt teilweise sehr gruselig, er hat so einen Psychoblick drauf und der macht mir Angst. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn er rausgeflogen wäre. Ich fand es Freitag sehr schade, dass David Ortega rausgeflogen ist. Denn die Leute, die das gucken, wissen ja vielleicht, dass sich da so was angebahnt hat zwischen ihm und Nathalie. Und das hätte ich gerne weiter verfolgt. Ja, ich verfolge sowas gerne weiter. Ich weiß nicht, warum ich das mag. Ich weiß, dass es dumm und sinnlos ist. Und dass es eigentlich total der Crap ist. Aber irgendwie... irgendwie gucke ich das trotzdem gerne. Ich weiß, ich habe ein Problem. Aber egal. Das juckt mich nicht. Oh, ich freue mich gerade immer noch so sehr, weil ich gleich ein NASA-Portal habe und nächste Folge ins NASA gehen kann. Und da ganz viel bauen kann. Ja. Und Glaustor nutzen kann. Glaustone ist das Beste auf der Welt. Es ist so toll. Dann werde ich jetzt gleich erstmal kurz einen, sag mal schnell, Flintstone farmen. Dann werde ich das Feuer zusammenbauen und dann gehe ich das in den Berg einbauen und freue mich. Ich freue mich so dermaßen darauf, einfach weil es so cool ist, wenn man so sagen kann. Es ist die 3. Folge und ich habe ein gottverdammtes Nether-Portal. Und das hat man es immer irgendwie erst so nach, ich sag mal so, wahrscheinlich zumindest 10 Folgen, wenn man so wie ich ist und einfach ungern eine Farm geht. Und ich habe einfach in der 3. Folge. Ich freue mich so sehr. Hier auf der Seite müsste sie irgendwo gewesen sein. Ich brauche dringend neues Essen tatsächlich. Das ist ein sehr interessanter und schneller, vor allem total schneller Weg. Ich werde mir gleich auch erstmal Essen Ofen packen. Denn so möchte ich mich ehrlich gesagt nicht dauerhaft fortbewegen, weil das verdammt nervig ist. Genauso wie wenn ich so spreche. Das ist nämlich auch sehr nervig. Ja, ich bin zu Hause.
Ich bin zu Hause. Und dann erstmal Fleisch reintun. Und jetzt hoffen, dass man. Ja, ein Flintstone, da war auch gerade schon einer dabei. Perfekt. Ich kann gleich das Netherportal bauen. Ich freue mich. Und ich habe das jetzt. Dann kann ich jetzt mir hier ein Eisen rausnehmen. Mir auf der Workbench ein hübsches Feuerzeug basteln. Und dann was essen, damit ich wieder rennen kann. Weil Rennen toll ist. So, und jetzt möchte ich das gerne hier vorne reinbauen. Brauche ich Platz. So, 1, 3, 4. So, bis dahin brauche ich Platz. So, hier nehme ich an hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So. So. Und dann. Oh, fertig. Wir gehen mal einmal rein, um zu gucken, wie es so aussieht. Weil da bin ich sehr gespannt. Und was ich einmal gelernt habe, mit einer guten Ausrüstung. Gucke immer erst, ob du in der Luft gespawnt. Lol. Lol. Das ist eigentlich ein ganz nicer Spawnpunkt. Dann würde ich sagen, will ich noch mal ganz kurz so. Ich fahre mir jetzt die Quarzecke ab. Mit der Diake. Ich kann das da jetzt noch lange zu stehen. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Quarz gefarmt. Und dann würde ich sagen, gehe ich eben zurück. Oh, ich bin so glücklich. Ein Netherportal ist toll. Mal gucken, wie das von Weitem aussieht. Welchen ist jetzt das Netherportal? Und dann kann ich jetzt schlafen gehen. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, wo wir dann in das Nether erkunden gehen.